herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meiner Seite der Enno, der Wanda und die Nabu. Hallo. Hi. So, hallo. Und wir müssen jetzt den blöden Assistenten ausschalten, also gib Gas. Den wir vorher verwandt haben. Willkommen zu Hause. Verlassen Sie den Bereich von der... Ja. Toll. Ja, so verlassen wir den Bereich. Ich weiß, ich glaube, der Einsatz ist ein bisschen schräg. So viel zu unentdeckt. Einmal anhalten. Immer noch unentdeckt. Ja. Ich steige einmal kurz aus, das kann ja alles nicht sein. Irgendwie ist die Mission gerade ein bisschen verpackt. Hätten wir vielleicht doch jemanden am Leben lassen sollen? Hätten wir vielleicht das Auto nicht klauen dürfen? Kannst du es ja wieder hinstellen, fällt nicht auf. Ich weiß echt nicht, wo das Problem ist. Wir können ja mal das Auto tatsächlich stehen lassen. Naja, ich bezweifle, dass es das Problem ist. Demoliert wie das ist, ist fertig. Nee. Dann gehen wir mal raus, ohne das Auto zu benutzen. So, hier sind wir draußen. Ja. Oh Gott. Das hat geklappt. Okay. Ich schicke ihn jetzt deine Position. Holst du uns ein Auto? Ich hol uns ein Auto. Oder ein Heli. Aber nicht so ein Pechauto. Oder ein Heli. Die Straße weiter lang sehe ich ein Heli. Sorry, Kumpel. Ein Heli wäre, glaube ich, ganz gut. Rebell, weil wir müssen echt weit fahren. Ganz ja, wo uns hier? Straße Richtung Nord. Und da ist ein Rebell und ich würde mit Heli, habe ich gesehen. Teddy? Heli. Achso. Ich würde zur Seite. Hey, hallo? Ich würde. Ja, warte mal. Hallo! Läuft gut. Falsche Richtung. Ja. Einfach zum Zug. Oh. Echt, ey, es funktioniert nur noch eines der Lichter vorne. Aber ausleuchtet immer noch beides. Ja. Wie gesagt, wenn wir so einen brandneuen Wagen hier rumfahren, dann wirken wir ja auffällig. Sie auch nur mit oh, oh. Halt. Oh. Aber der hat einen Heli. Ja. Aber Heli. Wenn die mal normal aussteigen, okay. Einmal im schneller Zug. Wir wollen nur den Heli haben, wir nicht. Den Vogel in der Luft liegen? Was? Wo? Nee, dem geht's gut. Achso, doch, den ja. Wo? So ein Tukan oder wie die heißen. Ja. Direkt über meinem Kopf. Ja, hier drin. Was? Ich seh nix. Hier. Über uns ist direkt ein Vogel, der da so tot rumliegt. Naja, egal, komm. Nee. Au. Ich glaube, hier sind noch Gegner. Ich alles hin. Nee, ich bin jetzt nicht mehr gut. Okidoki, wir fliegen jetzt nach links, 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 links. Noch ein Stück. Das sieht super aus. So, da vorne die schöne beleuchtete Stadt. Das ist unser Ziel. Was ist unsere Mission? Wir sollen den Assistenten von Cassitas finden. Okay, dann schauen wir mal, wo wir da absteigen können. Unser Ziel ist es, ihn aufzuspüren und zu töten. Wir können noch in diesem Vorhof parken. Ja, wenn ich den Platz noch habe. Boah, das geht.
Wenn der Brunnen nicht im Weg ist, dann ich würde sagen, dass... Oh, das stimmt, das ist nicht der einzige Gegner. Dann hier rechts auf den Felsenplateaus. Ja, können wir auch, genau. Die Plateaus, die sehen gut aus. Wo genau? Da hier jetzt ein bisschen rechts von uns, genau. Das ist schön. Optimal. Nachtsichtgeräte an. Vorne. Ja, die stehen schon sehr weit hier vorne. Ein Passant, noch einer. Die drei unter der Laterne, das sind die bösen Jungs. Hier vorne auf dem Parkplatz sind Zivilisten. Moment. Joho, nein. Auch ein besseres Schussfeld. Aber wir müssen auch noch weiter in die Stadt rein, also das hier sind nicht die, die uns jetzt aufhalten sollten. Bleib das von Zivilist. Unser Sami. Er hat keinen Verstand. Das ist unfassbar. Und ich töte hier alle drei mit einem Zug. Hauptsache ein Abschuss, wa? Das war doch unter der Lampe. Auf der Straße können wir schon mal vorrücken. Okay, ich sehe ja keinen mehr. Auch nicht. Was dort sind Zivilisten, würde ich behaupten. Was machen die da auf der Straße? Tanzen. Die freuen sich, dass wir da gerade ein paar Santa Blanca Kartelljungs abgeknallt haben. Die freuen sich nicht so. Mann, muss das Licht so hell sein? Anscheinend ja. Reaper, nicht so weit vorrücken, wir sind noch weit hinter dir. Wo ist denn die Position von euch? Warte, das bist du. Das Gebäude, auf das du gerade guckst. Jetzt nicht, jetzt das rechts von dir. Das? Ja, genau. Ich sitze im Gebäude, Enno ist dahinter für dich. Okay. Ich sitze auf der Straße. Ja. Und ein Stückchen weiter in die Richtung siehst du dann Reaper. Also ihr seid alle da auf der Straße. Wenn du jetzt auch rausgehst, wann war? Mhm. So, und auf der Straße, ihr seid ja quasi an so einem Knick. Und der Knick, der nach links so führt, das ist unser Ziel quasi. Die Richtung, sag ich mal. Und dann. Also da ist eine so eine große Figur von einer Madonna oder was auch immer. Kann ich noch nicht einsehen. Irgendwo hatte ich gerade ein Aufleuchten sehen. Da. Ich habe noch einen Tango. Ja, da sind mehrere. Im Gebäude. Ich sehe Kashitas Helfer. Ah. Hier hinten sind die auch. Also da, wo Nummer 3 ist, da in die Richtung müsste der Assistent sein. Ah, ich sehe die Madonna-Statue. Bin auch dort. Also ich könnte eins ausschalten. Oder zwei, oder wie auch immer. Also die nur gleichzeitig. Warte, ich gehe auf die andere Seite, dann könnte ich den anderen erledigen. Wobei... Die 2 rennt gerade weg. Ja. Stimmt. Aber, also... Eins oder zwei könnt ihr jetzt einzeln ausschalten, zwei rennen immer noch weiter weg. Umgelegt. Ich rück einmal noch mal ein Stück vor. Wo war unser Ziel nochmal? Bei 3. Richtung 3. Mhm. Ich würde mich in der Zeit erstmal um 2. Da kommen 3 Leute die Straße hoch Richtung 3. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Nein, es sind 4. Die meinst du? Ja, genau. Ja. Das sind alles auch nur Soldaten. Haben die irgendwas gemerkt? Ja, die haben mich kurz gedacht, gesehen zu haben. Das ist nur ein Traum. Das ist nicht der Ghost, den ihr sucht.
Aber sie kommen in deine Richtung. Sie kommen in deine Richtung. Könnt ihr euch um die zwei auf der Straße kümmern? Freies Schussfeld auf 1 und 4. Ein Unmarkierter kommt ziemlich nah ran. Der sieht. Ich kann 1 und 4 ja ganz gut töten. Weiß im Gebäude, zwei außer Sicht. Deck alles hin. Okay. 1 und 4 sind raus. Noch in Sicht. 2 muss eliminiert werden. Eliminiert? Okay. Ja, 3 und 4 haben es auch mitbekommen. Ja. Wahrscheinlich wurde noch kein Punktdruck abgesetzt. Nee, war zum Glück, glaube ich, schnell genug. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, gerade Unidad gesehen zu haben. Ein Drecksack weniger. Ja, das wäre das Allerschlimmste für uns. Der Assistent ist da. Bei 3. Okay, wer ist tot? Granate fliegt. Nehmt das. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Wir können abhauen. Okay. Kann ich nicht, ich stehe unter schwerem Feuer. Position. Wo ist deine Position? Da, wo es knallt. Bei dem Fahrzeug mit dem Geschütz drauf. Okay, ich sehe dich. Ich bräuchte halt irgendwie eine Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Könnt ihr die Möglichkeit verschaffen, Enno-Wampe? Hab ihn ausgeschaltet. Negativ, aber sie scheint gegeben zu sein. Aber hier ist außerdem ein Heli. Bin weg. Okay, können alle sich zurückziehen? Positiv. Ja, na, der Assistent ist tot. Ich wiederhole, der Assistent ist tot. Entdeckt werde. Wir sammeln uns bei der Madonna. Da ist ein ausgeleuchtetes Häuschen, wo irgendwas mit Blanco draufsteht. Ja. Da sammeln wir uns. Jacquard Blanco. Ach, du willst doch nur shoppen. Natürlich. Ich glaube, das ist kein Laden. Ich glaube, das ist eine Bar. Cool, einheben. Oh, nicht schlecht. Ja. Okay, also, hier haben wir unser Soll erfüllt. Was? Ich bin hier gerade ungestört. Achso, okay, ich habe nichts gesagt, das riecht schon ein bisschen komisch. Ich habe die Tür auch offen gelassen. Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Spielautomaten, oder? Yep. Einmal gambeln. Jo. Sollten wir aber, glaube ich, mit dem Heli hinfliegen, oder ist das nicht so weit? Ah, oh, das ist doch ein schönes Stückchen, ja. Weit, würde ich sagen, ja. Wir haben doch hier unten einen Heli, dann fliegen wir da dahin. Den wir geparkt haben? Nee, den großen hier unten. Großen? Ja, da bei der 1. Großer. Bei 1. Ja, ich bin dafür, dass wir von Santa Blanca die ganzen Fahrzeuge klauen und sie zerstören, falls nötig. Okay. Ah, hier. Ihr müsst weiter nach rechts. Ah, hier. Wenn alle drin sind, ja. Geradeaus. Dem ist aufgefallen, dass da was fehlt. Das schönste Spielzeug fehlt. Fällt ja auch nicht auf, wenn auf einmal ein Heli aus der Stadt geht. Ist ja auch vor allem nicht leise. Aquamäre. Ja, immer wieder über das Ressort. Kannst du ein bisschen der Straße folgen, so ein bisschen links von uns aus? Natürlich. Nee, links, nicht rechts. Ja, links. Links, rechts, Fläche. Und so ist es Pilot. Oh Gott, ich glaube, ich springe überall. Also sagen wir so, die Richtung da ist schon mal nicht schlecht. Spring lieber ab, da kann ich selbst fliegen und den falschen Mann rein. Also das rechts, das beleuchtete Gebiet, das sollte das sein. Die Stadt. Ja, das ist ein Riesen-Casino, glaube ich. Blum. Ach, das Gebäude. Okay. Steht dick Casino dran. Jo. Wir sollen halt das Casino zerstören, weil das Kartell hier sein Hier bedient. Befindet sich eine
Patrouille direkt vor uns. Oh, bitte kein Unidad. Okay, wenn wir das zerstören sollen, soll dann leise vorgegangen werden? Oder mit dem dicken Heli? Also, ich denke, wir machen es uns schwer, wenn wir jetzt quasi à la Rambo reinmarschieren, aber wird schon mit einem Rums enden, denke ich mal. Habe die Anweisung nicht interpretieren können. Nein, wir gehen nicht mit dem großen Heli voran, aber am Ende wird es auch einen Knall geben. Genau, erstmal sneaky ran und sobald wir drin sind, mit ordentlich Bombs. Okay. Gut, hier wird schon wieder einer an. Meine Güte, sind die Lichter hell. Sind aber auch viele Passanten bzw. Zivilisten da drunter. Da ist ein Scharfschütze auf dem Casino-Dach, ja. Neben dem Casino-Schild. Ja, rechts daneben. Ich kann ihn leider nicht mehr markieren. Okay, er hat uns gesehen. Hab ihn, er ist tot. Okay, er ist tot. Alter. Ja, sie rufen Verstärkung. Alle, die ich sehen kann, sind markiert. Und da an dem einen Häuschen war Tochter zu der Reinung. Ja. Okay. Genau, Nummer 1. Die haben halt eine schlechtere Lage als wir. Die sind auf relativ offenem Gelände. Der läuft da lang. Wo ist ein Zivilist? Nummer 1 ist ein Veteran. Der hat eine dicke Panzerung, beziehungsweise eine dicke Weste und kann gut schießen. Ja, komm. Setze Drohne ab. Aus welchen Löchern kommen die denn jetzt alle? Oh, ich habe Munitionsschwierigkeiten. Aber hier ist ein Munitionslager. Casino voraus. Nur Zerstörung und Lärm, Leute. Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen. Dann los, reißen wir ihnen das Dach von der Bude. Anscheinend sind alle down. Ich denke auch. Ich flieg noch einmal die Räume ab, aber es sieht gut aus. Wobei okay. Noch ein paar Escort-Damen da sind. Ich besteht die bitte um Position der Escort-Damen? Überall im Erdgeschoss. Aber das Gebäude ist sonst sauber. Ja. Okay. Ansonsten ja. Du kannst ja noch mal eine Leitungsvisitation durchführen. Granate fliegt. Na prima. Da gibt's nichts mehr. Also damit können wir uns auf jeden Fall die Rente sichern. Ja, merken wir nicht mehr. Was war das? War der Typ bewaffnet? Ich höre Schüsse. Auf mich wird geschossen. Oh. Ist unser Scharfschütze down? Ja, er ist down und ich werde auch unterbeschossen. Wo liegt der denn? Konnte gerade noch nicht eliminiert. In der Haupthalle, aber mitten im Eingangsbereich. Okay, ja, ich hab ihn. Wir leben schon wieder. Okay. Wo auch immer der einen noch herkam. Ich saß vielleicht auf dem Klo. Der hat mir voll in den Rücken geschossen, der kleine Bastard da. Granate fliegt, Granate fliegt. Die VIPs sind geflohen, das Gebäude liegt in Trümmern. Dem Pionierkumpel gefällt das. Naja, Trümmer. Das erregt mit Sicherheit Casitas Aufmerksamkeit. So, wir haben noch einen Orden hier irgendwo. Nomad, die ISA hat einen Anruf abgefangen. Casita ist zurück in Aquaverde. Gute Arbeit. Er schmeißt jetzt jeden Abend eine Party. Er versucht, die Leute zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wo ist die Party? Bei ihm. Ich denke, sie sollten die Party crashen und sich die Gästeliste holen. Genau das hatte ich vor. Nomad Ende. Okidoki. Dann holen wir uns den Typen und dann verlassen wir dieses Gebiet. Ja. Wir haben den Typen genug geärgert anscheinend.
keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, Casita ist so ein schmieriger Typ mit Sonnenbrille. Wenn ich das den Akten richtig entnehme, dann ist es so ein Schmalztyp. Nein! Oh, alles in Ordnung? Ich sehe hier feindliche Leute, glaube ich. Ist. Naja, ich habe nur da nur einen gehabt. Wo ist denn unser Sniper hin? Der hat irgendwie. Wolltest du mich schon wieder anders? Langsam. Ja. Fernkämpfer halt. Spekulierst du auf die versehrten Rente oder was? Ja. Also, ich habe mir gerade meine Rente ausgesichert mit dem. Du weißt, dass du den ganzen Scheiß nicht mit nach Hause nehmen darfst, ne? Ich darf nicht, aber ich kann. Also, wir brauchen eh ein Schiff. Ja, das gibt's auch da hinten. Ach, hier unten sind direkt Schiffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich auch. Nein! Also einmal zum Wasser runter. Hier müsste doch irgendwo ein Anlieger sein. Schoppenbird! Gut, Herr Kapitän. Du hast nicht die Yacht genommen? Was für eine Yacht? Da, wo das Auto runterfliegt. Das habe ich genommen. Achso, da sitzt er doch du ja. Drin. Ich wollte schon sagen, oh, Liegeflächen, ich nehme die Liege. Hallo? Ich kann. Es gibt keine Sitze hier. Dann fahren Sie mal los. Ja, so wie dazu. Also, wenn ihr schön mitbewegt, dann klappt das. Moment. Hier drüben ist doch noch ein. Hey! Wenn ich mit Fullspeed fahre, funktioniert das, glaube ich. Naja, wir müssen verschiedene Autos nehmen. Ey! Verschiedene Boote? Ja. Okay. Hier drüben gibt es zumindest noch eins. Gibt es da keinen Zweitsitz? Versuch mal zu fahren. Naja. Ein Dingy sehe ich auch leider nicht. Nee, ja, also. So mehr oder weniger funktioniert das. Bei mir steckst du unter Wasser. Ja, das passt schon. Ich komme wieder. Nicht so schnell! Ja, okay, also ich würde sagen. Fahr in langsamem Tempo. 4 Knoten. Ja, du bist ein Spezi. Ich hab einen Heli-Schein. Dein Bootsschein. Oh, verdammt. Wann war? Ja. Wir können hier das Hubschrauber-Ding nehmen. Außerdem sind wir hinten bei den Schrauben. Welches? Oh! Jetzt schwimme ich. Es sei denn, du möchtest. Oh, ich hab ein Bötchen. Dann komm mal zurückgerudert. Ich bin mitten im See. Ich muss schwimmen. Oh Gott, stopp, 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 Bruder, stopp, stopp, stopp! Fetter Stopp. Ist der jetzt? Anscheinend, ja. Geht's euch allen noch gut? Ja, mir geht's gut. Ich glaube aber, unser Sunny und unser Medi sterben gleich. Ich bin an Land. Ja. Ja, und ich das sind nicht. Ich guck mal. Ich paddel hier noch ein bisschen. Wo denn? Ihr fahrt nicht zu. Fahr nicht auf Nabel zu, fahr nicht auf Nabel zu. Habt ihr eigentlich schon rausgefunden, dass man auch leise schwimmen kann? Stopp, 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 stopp. Ach, ich tot. Ja, ja, ich seh dich schon. Okay. Oh Mann. Nee. Das. Dafür kriegt ihr den. Wunderschönen Sitz vorne. Weh und weh, wenn ich ab. Wo müssen wir den hier sehen? Weiter nach links. Ja, weiter, weiter, weiter. Da wo du gerade drauf zufährst, ist schon nicht schlecht. Aber wir müssen gleich ein bisschen links, damit wir halt nicht dagegen fahren. Ja, das sieht perfekt aus. Ja, passt. Ja, und da die Insel, auf die wir gerade zufahren.
irgendein spezielles Gebiet, wo man landen kann? Keine Ahnung. Wenn du ein bisschen langsamer bist, dann kann ich mit der Drohne einmal einen Blick drauf werfen. Ui, hat einer von euch ein Fangnetz? Jetzt Fische. Und zwar nicht wenig. Oha, wir werden aus der Richtung schon mal beobachtet von dem Felsen da oben. Aber unten zum Anliegen direkt am Dock ist auch schlecht. Wir können hier auf dem Stein und dann den am Dock töten. Oder wir schwimmen. Das wäre eine Option. Da ist noch ein Tango. Also da stehen zwei, wo die eins sind. Ja, das dürften wir doch hinkriegen. Dann bei zwei ist einer. Den könnten wir halt erwischen. Ich hab die Eins in Sicht. Nicht mehr. Ja. Also hinter der Eins wäre quasi eine Option, weil da das Wasser sehr flach ist. Also habe Eins und die andere Person auf dem Pier nicht mehr in Sicht. Nur noch die Eins. Also die beiden werden... Jetzt wieder die drei. Haben beide in Sicht. Ich auch. Benötige Schussbefehl. Warte, wer zielt auf wen? Ich ziele auf... Könnte gerade direkt sind beide ein Punkt für mich. Ja, bei mir nehme ich auch nicht mehr. Ich habe mein Visier auf 1. Dann mache ich 3. 3 bewegt sich aber noch. Ja, sobald er stehen bleibt. Sollte leichter Fall sein. Ich achte auf die 3. Jetzt steht der Schuss. Ja. Okay. Na gut. Okay, gut. Wir können zum Dock vor. Gut. Wir haben Casitas Party gefunden. Wie zum Teufel soll der Casita denn hier drin finden? Bleibt uns sicher. Da hat Gäste auf einer Party da. Seht. Dann greifen wir zu. Klar? Verstanden, Boss. Es ist unsere Mission, unentdeckt zu bleiben. Unsere Mission ist Casita finden. Okay, aber mit dem Unterziel unentdeckt bleiben. Wir sollen Casita zwingen, eine Liste von VIPs preiszugeben. Okay. Also nicht töten. Solltet ein bisschen aufpassen, wenn ihr bei Fangnetzen durchgeht. Da könnte es sein, dass da einer drin sitzt. Ich habe gerade euren Arsch gerettet, indem ich mal eben einen da ausgeschaltet habe. Oh, das haben wir nicht gemerkt. Danke. Mit montierter Waffe. Also ich sehe die Party. Dazwischen sind anscheinend keine Soldaten. Okay. Ich marschiere gerade unterhalb der Party entlang. Und da ist die 3. Die 1 ist der, der am nächsten dran ist an der Party. Oh, passt auf, Leute. Ich habe gerade eine Mitteilung von unserem CIA-Dingsbuch bekommen, dass wir den Leben brauchen. Halt doch gerade gesagt, wir müssen ihn zwingen, die Liste preiszugeben. Nicht töten. Okay. Muss deinem Commander schon zuhören. Ja. Oh Gott, ich höre Schüsse. Ich höre auch Schüsse. Ich wurde nicht entdeckt. Ja, auch nicht. Ich wurde, also auf mich wurde geschossen, ich weiß nicht warum. Die Party ist aufgelöst dadurch. Ziel eliminiert. Sorry, Leute. Party gesprengt. Melde ein Buffet. Au! Ich bin der später. Okay, Wenn du kannst unter das Haus ein bisschen kommen, ich glaube, das ist die sicherste Position. Da wäre ja wenig voll. Von wo kommen denn die Gegner? Dort, wo wir die Party halt am Pool. Ich bin am Pool, hier ist keiner. What? Also, so einer ist da, die 4. Ich hab den Typen. Die 1. Einer ist ins Haus rein. Einer könnte von hinten ankommen. Wann war, falls du nicht da beim Haus bist. Okay, ich glaube, ich bin bei Casita. Ja, ich auch. In einer anderen Liga. Okay, Vorsicht, die 1. Ist bei dir. Hey, warte mal. Wir müssen ihm Deckung geben, wenn er bei Casita ist, damit er ihn fragen kann. Kann ich machen. Nummer 1 steht hier oben an der Treppe direkt. Geld interessiert mich ein scheiß Casita. Ich arbeite für die USA und wir geben mal ein für Desinfektion. Ach, kann ihr mal ein bisschen schneller quatschen? Was wollt ihr das von mir? Eine Liste von Leuten.
Von jedem, der dein kleines Resort besucht hat. Keine Ahnung, Mann! Der Lochrudo! Ah, okay, gut! Das habt ihr aber nicht von mir! Alle Gastinfos sind auf einem Server, okay? Oh, ich bin schon. Alles klar. Hab ihn. Und der Typ hat gequadelt. Auf irgendeinem Server sind die ganzen Daten. Hier ist ein Laptop, aber. Ja, wir müssen zurück an die Küste. Wir haben mehrere Helikopter hier. Okay. Von denen sollten wir einen nehmen. Tango getroffen. Melde doch mal, dass hier ein Befehl ist, dann. Hände hoch, Hände hoch! So genau. Nicht bewegen! Okay. Wohin genau? Oh. Ich bin auch ganz weiter oben, müssen die sagen. Oh, guck mal hier, oh, Fleischbällchen. Du hast ja später den Watz verschlagen. Okay, ich hab die da. Okay. Schüsse? Einer weniger. Ja, ich wurde gesehen, musste mich wehren. Wir müssen den Berg hoch. Okay. Ja, hier oben stehen 4 mit MGs. Für jeden eins. Keine Sorge, oh, das ist doch wirklich für jeden eins. Ich möchte trotzdem mitfahren. Na dann. Ich bin nicht so gut im Fliegen. Wobei ich sehe gerade, wir haben noch einen Bonusort. Der hier? Könnte für uns alle interessant sein. Ja, der ist in der großen Villa. Sollen wir ihn schnell holen? Na klar. Sorry für die späte Anmeldung. Hauptsache, weg. Deine Kufen noch dran, Mann, Mann. Diese gedämpft. Alter Schwede. Einmal Querbeet ein. Wo genau soll das sein? Ich glaube draußen auf der Terrasse. Ne, gar nicht hier bei der... Doch, außen auf der Bar bei der Terrasse. So Leute, und hier die Party ist zu Ende. Jetzt weiter feiern, wo wir weg sind. Eigentlich auch traurig, die sollten uns mitfeiern lassen. Okay, wir geben uns wieder zu den Helikoptern, vermute ich. Yep. Okay, wer ist denn der Mutter-Heli? Na, wahrscheinlich die Alter! Also einmal schräg rechts hinter uns wäre das Ziel. Noch ein bisschen weiter rechts. Oh. Ja, dieses Industriegebiet, was da so schräg rechts von uns ist. Da mit dem Hafen und so. Mit dem Heli. Ja. Okay. Das könnte ganz schön ätzend werden. In welchem Bereich des Gebietes müssen wir rein? Vorne? Hinten? Also unser Einsatz... Der Server ist hinten am Wasser. Also Richtung Wasser, sag ich mal. Da unten sehe ich schon Feuer. Ich glaube, wir werden beschossen. Da können wir nicht rein. Nee. Das ist kritisch mit dem Turm. Da ist auch ein Sniper auf dem Turm. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Aber okay. Jetzt werden wir sie wohl abgeschafft haben. Ja, ich bin etwas zu gut runtergegangen. Aber der Sniper kann doch unseren Turm nutzen. Und wir gehen vorne rein. Ja, das ist, wenn der feindliche Mörser ausgeschaltet wurde. Ah, ich sehe den Mörser. Können den ausschalten. Wir werden gleich in ich bin mehr oder weniger gerade erstmal in Sicherheit vor dem Mörser. Der Mörser ist unter Beschuss, der kann jetzt gerade relativ schlecht schießen. Oh, nutzt die Zeit. Da ist gerade etwas explodiert, war das der Mörser? Ich weiß es nicht. Auf dem dreistöckigen oder vierstöckigen Gebäude ist auch noch ein Helipad. Vielleicht können wir da landen. Hier, wo
ich befinde mich jetzt auf dem Turm. Okay, ich bin nicht entdeckt worden. Bist du entdeckt worden, Enno? Noch nicht, aber hier ist irgendwas. Okay, ist ein Störsender. Ich kann mit der Drohne nicht arbeiten. Sind kritisch. Ah, da steht noch unten. Da bin ich runter, würde ich sagen. Vom Dach aus. Ja. Könnt ihr das eventuell da ausschalten? Ja, Moment. Ich bin noch in der Luft. Ich kann noch eine Feuerunterstützung geben. Unter dem Schub dort. Ja. Okay, ich komme runter. Hä? Wo? Okay. Commander, wie ist die Lage? Ja. Der Störsender ist in dem, also unter dem Wellblechdach neben uns. Ich kann die Drohne nicht benutzen. Oh, ich hab das Ding zum Hacken gefunden. Der Server mit der Gästeliste. Okay. Ich glaube, unser Commander ist gerade down gegangen. Das wollte ich schon immer. Leider. Sehr wahrscheinlich. Ich muss mich im Gebäude nach unten kämpfen. Okay, wo befindet sich denn der Commander? Vorne bei dem mehrstöckigen Gebäude mit dem Helipad oben drauf. Mit dem Helipad. Der Tango ist hin. Verstanden, ganz sehe ohne. Das Gebäude. Links davon ist der Weltblechschuppen mit dem Sturm. Ah, ja. Ja. Aber das Gebäude wird wahrscheinlich gerade von unten gestürmt. Gut belagert. Wo genau? Treppe. Ach hier, sorry. Der Störsender ist schon mal down. Da hast du dir mal Zeit gelassen. Kein Problem. Die haben mich durch das verdammte Fenster erwischt. Durch das. Ach nee, nicht durch das Fenster. Was für Ärsche. Oh. Ui. Die Drohne müsste wieder einsetzbar sein. Okay. Habt ihr das schon gehackt? Nein, ich kann doch nicht hacken. Das muss unser Hacker machen hier. Okay. Bitte, Hacker. Ich sehe keine Schüsse. Steht man unter Beschuss? Nicht sicher. Wo genau? Hier die Basis hoch. Dann bin ich dir auf den Fersen. Häng mal zu. Okay. Na. Ich seh's. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit dem Namen und los. Starte Download. Hier war auch noch eine Ausrüstungskiste. Die habe ich vorhin eingesammelt. Wir müssen die Position verteidigen, solange der Download läuft. Halt mal auf, da gibt ein Dach für das scheint so. Feindlicher Kampfheli im Anflug. Zwei feindliche Kampfhelis im Anflug. In die Häuser. Wo befindet sich unser Commander? Auch im Haus, bei dem Hack. Bei dem Hack. Komm mal eben rein. Yep. Das Gute ist, eine Tasche unten haben wir noch Muni, aber das auch passen wir dahin. Okay, wow. Feuerschutz. Und unten drin, bei den Munitionsdingen. Oh Gott, ich bin auf dem Weg ins Haus. Aua, aua. Ich kann gerade ja nicht raus. Was sind dieser Drecks-Heli jetzt? Hä? Wo? Bin unten bei der Muni, wo sie sein? Ich glaube, unsere Kameraden sind down. Ja.
Ja, wir unten aber beide noch Munition. Ein Gegner. Nicht so lange hier noch welche stehen. Ich bin dir so nah, Enno. Ja. Ah! Ganz. Angrad. Wo sind die? Da. Und. Gibt's doch nicht. Jetzt aber. Ja. Oh, danke schön. Ich hab Wanda vorm Haus gesehen, er ist einfach umgekippt. Der müsste hier quasi da so die Terrasse rum. Ja, aber wir haben ja immer noch mit Gegnern zu tun, das ist das Problem. Hust. Gib mir Deckung. Asta. Eieiei. Für dessen Dank. Ich glaube, die haben. Die haben ganz schön böse Sniper auf den Kufen sitzen. Ja, um die kümmere ich mich sofort. Ich muss nur eben meine Waffe wieder wechseln hier an dem Munitionsding. Download abgeschlossen. Wir können los. Weiß nicht, ob ich wissen will, wer auf der Gästeliste steht. Vermutlich die Bilderwelt. Halt. Ein Heli ist auch down. Noch der Heli. Heli ist down, ansonsten höre ich aber auch nichts mehr hier. So. Ich auch nicht. Wir müssen weitermachen. Weiß nicht, ob ich wissen will, wer auf der Gästeliste steht. Vermutlich die Bilderberg-Gruppe. Wer? Scheint erfolgreich gewesen zu sein. Bowman, Agua Verde ist sauber. Die brauchen Jahre, um diese Beziehungen zu kitten. Carsitas Geschäfte in Agua Verde sind gestorben. Einige Leute auf dieser VIP-Liste erwartet unangenehmer Besuch. Gorillas aus der Regierung werden fragen, was sie in Bolivien gemacht haben. Sehr gute Arbeit. Irgendwo hier im Gebäude muss noch was sein. Norden. Was genau? Von oben. Was passiert mit diesem Helikopter? Mit welchem? Der auf dem Dach. Er liegt, sie schlafen. Den oben? Also ja, gut. Oh, ich wurde beschossen, ich werde beschossen! Ich auch, aber woher? Hey. Ich hab jemanden erledigt, Tango Down. Also der Heli ist ein Problem. Minimal, wa? Wir können oben. Aber weg da. Warte mal, hier haben wir doch noch was oben. Aber kurz weg da. Weg von dem Heli. Achso, ja. Ich bin im Gebäude. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später da. Granate nicht wegsprengen. Wartet mal, ich hab noch 10 Meter. Da rührt sich kein Millimeter. Ah, mal abwarten, mal abwarten. Sprengsatz scharf. So. Wir sind alle tot. Nope. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht ist hier irgendwo ein Motorrad. Lass es liegen. Dieser Heli macht auch Geräusche bei mir. Irgendwie. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich hab da noch. Vorsicht, da liegt noch ein C4 von mir. Mal schnell zur Seite. Na, jetzt weg. Wie sowas. Kannst du mit Vollbeschuss das Ding irgendwie. Wow, ich denke, ich kann nicht stehen. Aus der anderen Richtung? Ja, seit wir gerade dagegen fliegen. Ich zoome mal das Motorrad. Das Einzige, was ich halt machen könnte, ist jeden einzelnen hochfliegen, indem ich ihn halt auf die Kufen nehme und dann
Das wäre eine Option. Ab dafür. Wir können uns ja alle bei dir raufsetzen. Sitz drauf. Oh mein Gott. Ja. Ja. Samt dem Motorrad muss jetzt nicht sein. Der Helikopter macht irgendwie komische Warngeräusche. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ja? Nur ein Stückchen nach vorne. Das soll ich auch auf dem Mann sein. Und das sollte den Heli. Das ist damit der Heli auch. Huh, ihr müsst eindeutig zurück ein bisschen. Damit ihr nah genug am Haus bleibt. Ich wollte gerade sagen, ist aber die Sunny jetzt hier auch reingekommen? Ja, oder? ja, keine Sorge. Nee. Und geht doch. Also dieser Heli liegt hier echt unkomfortabel. Ja. So gut. Ja, wir sind so weit los, ne? Ja, die Speicherkarte ist auch mal wieder voll. Ja, voll bis oben hin. Gut, dann war's das für diese Folge und auch für diese Aufnahmesession für dieses Mal. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Was? Achso, Waffenkiste. Und in diesem Sinne, ja, gehabt euch wohl und viel Spaß. Euer Herr Newstime. Tschüss.